Cup und wünschen viel Erfolg. Radio Oberösterreich und die Union Wohnpoint Rohrwasser heißen alle Trainer und Funktionäre zur Auslosung des 17. Sport 2000 Mühlviertel Hallenfußball-Nachwuchscup. Herzlich willkommen! So, ihr habt es eh schon gehört. Sehr geehrte Ehrengäste, Sponsoren, liebe Nachwuchstrainer und Funktionäre, auch ich darf euch im Namen der Union Wohnbau in Trobach-Berg bei der Auslosung zum 17. Sport 2000 Mühlviertler Hallenfußball Nachwuchscup 2003 hier in Rohrbach, ganz besonders im Marx-Wirtshaus, recht herzlich begrüßen. Einige von euch werden sich jetzt denken, was macht der da herum? Normalstädter der Wölsandi, den kennt ihr alle. Er hat ein bisschen ein Pech gehabt. Am 30. Dezember, sage ich mal, war er noch steinreich. Und am 1. Jänner war er ein armer Hund. Wir haben es nämlich Goldstein und zusammen der Ball rausgeschnitten. Aber ich war gestern bei ihm draußen, das geht ihm schon wieder besser. Er ist auf dem Weg der Besserung und er wird im Februar, wenn es ins Tal übergeht, wieder sicher wieder dabei sein und wird uns unterstützen. Und ich glaube, wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute, Andi. Ja, gehen wir gleich weiter, weil ich sage mal, wir sind eh ein bisschen spät heute schon dran, dass ich das Programm haben auch wieder. Und ich war schon Zeit beim Buffet hin. Ist ein Glück für euch, dass ich überhaupt noch viel gekommen bin. So, ganz herzlich begrüßen möchte ich von der Stadtgemeinde Rohrbach unseren Herrn Bürgermeister Direktor Josef Hauer und den Vizebürgermeister Jörg Oberngruber. Grüß euch. Von unserer Nachbargemeinde den Bürgermeister Karl Meierhofer. Grüß Gott, servus. Vom Oberösterreichischen Fußballverband haben wir eine ganze Abordnung da. Ich zähle es einfach auf und zum Schluss machen wir bitte noch einen Applaus. In Helmut Seidel, in Josef Falkner, in Peter Eigner, den Herrn Schnell, den Herrn Rathmeier und den Herrn Pfeiffer. Ich glaube, dass irgendwas der Cup schon für den Stellenwert hat, waren schon 6 Leute vom Fußballverband den Weg nach Rohrbach finden. Danke fürs Kommen, grüß euch. Von der Union begrüße ich recht herzlich den Obmann und Vizepräsidenten und den Magister Franz Lieblitzberger. Und seinen Stellvertreter, den Alfons Meierhofer. Grüß euch. Schiedsrichtervertreter haben wir heute den Franz Stockinger da. Der hat mir schon die ganze Auslosung für die Schiedsrichterbesetzung gebracht. Herzlichen Dank. Sektionsleiter Gerhard mit seinem starken Team. Da drüben sitzen sollen meine fleißigen Helfer, sei es jetzt was hinter den Kulissen betrifft oder auf dem Fußballplatz, wenn es ums Nachwuchstraining geht. Ich sage mal recht entscheidend an euch alle fürs Helfen und fürs pünktliche Dasein und wünsche euch viel Spaß und nachher wird es eh wieder zu arbeiten. Grüß euch. Ja, vom ORF Radio Oberösterreich begrüßen wir recht herzlich den, wie haben Sie mal gesagt, jetzt muss ich aber schon den ersten Hänger, den Event-Marketing-Chef, den Harald Müllecker und natürlich unseren Christian Dindorfer mit Freundin. Herzlich willkommen in Rohrbach. Die Presse ist auch wieder stark vertreten. Ein herzliches Grüß Gott an Konsulent Karl Schmidt von der Rundschau. Von Thomas Fellhofer von Tipps, Kneidinger Peppe macht wieder Videoaufnahmen und Filme, auch in der Halle von den Spielen. Neudorfer Wille und Blechinger Franz sorgen wieder für die Fotos, die wir dann pressemäßig verwenden. Danke fürs Kommen und grüß euch. Ja, ein alter Hase, aber nur sprichwörtlich, weil es ist noch ganz schön jung, ist unsere nächste. Was soll ich sagen? Ja, einfach Susi Galleiner, ich danke dir, dass du wieder gekommen bist. Auch wenn es schon recht stressig wird mit deinen ganzen Flügen von einem Länderspiel zu einem anderen. Und trotzdem aber wieder Zeit findest, dass du bei uns auch vorbeischaust. Herzlich willkommen. Last but not least kommen unsere heurigen Ehrengäste. Wir haben uns also die Latten relativ hochgelegt, wie jedes Jahr. Und es ist uns auch heuer wieder gelungen, wenn wir gleich hören, wer das ist.
Österreich und die Union Wohnpoint Robert Berg begrüßen Georg Zellhofer und seine Kickerstars vom SV Flüssig-Ipasching. Ganz genau sind es der Cheftrainer Georg Zellhofer, sein Co-Trainer der Günther Zeller, Rohchef der Mühlfühler, der Manager Stefan Reiter und der Helmut Riegler. Herzlich willkommen bei uns hier in Rohrbach. Nähere Details wird euch dann der Christian bei der Auslosung entlocken. So, ohne Sponsoren kann man so eine Veranstaltung überhaupt nicht durchführen. Darum werden wir das genauso schnell durchziehen wie jetzt, aber das soll keine Abwertung sein, sondern wir wollen sie nicht länger ziehen. Ich werde es einfach Uli mal vorlesen und zum Schluss schlage ich vor einmal einen riesen Applaus dann für Uli Sponsoren. Vom Sport 2000 Niedersüß, Peter Niedersüß und Willi Niedersüß Senior. Von Erima, Willi Grimms, Radio Oberösterreich, Christian Dindorfer. Von der Sparkasse Mühlviertel West, Martin Hable. Topic, Magister Alois Galleitner. Opel Kirchberger, vertreten durch Wiesinger Josef. Landfrisch Wolkerei, Ingenieur Herbert Altendorfer. Coca-Cola, Alfons Meyerhofer, Powerprint, Reinhold Fellhofer, Neuburger, Franz Rohringer und Gerald K. EHG, Fritz Wolfesberger, OÖ Rundschau, Konsulent Karl Schmidt, Leibezeder, die Eva Leibezeder, entschuldigt sind heute leider von Warm-Up Karl-Heinz Rebhandel, von Fotomatte der Christian Matte, Druckerei Rohrbach Leitner Josef und Höglinger Christian, von Schlegel der Kämmerer Magister Markus Rubasch, Tauerdresch Ulrike Kneidinger und Harry Glickner und Erdgas Oberösterreich, Ingenieur Eduard Becker und Dr. Albert Ettmeier. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen und da einmal einen kräftigen Applaus für unsere Sponsoren des 17. Sport 2000 Mühlviertler Hallenfußball Nachwuchscup 2003 bilden. So, nachdem ich jetzt schon so viel geredet habe, möchte ich gleich mal andere zu Wort kommen lassen und da den Magister Franz Liebelsberger um seine Grußworte ersuchen. Bitte. Geschätzte Ehrengäste, es freut mich unheimlich, dass so viele Ehrengäste heute da sind. Besonders begrüßen möchte ich noch natürlich die hohe Prominenz des Oberösterreichischen Fußballverbandes. Es freut mich ganz besonders, dass der Vizepräsident da ist und der Mann, der das Geld in der Hand hat, Herr Günther Schnell. Herzlich willkommen bei uns. In der Union Rohrbach-Berg, muss ich sagen, läuft es sehr gut. Wir haben 10 Sektionen und Fußball ist natürlich unsere stärkste Sektion und auch das Aushängeschild unseres Vereines. Es wird sowohl in der Jugend gut gearbeitet, dank unserem rührigen und guten Jugendleiter Kurt Ellmannsberger mit seinem Team, aber auch im Erwachsenenbereich, in der Kampfmannschaft in der ersten Landesliga, glaube ich, haben wir momentan ein gutes Niveau und es wird wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet, dank sehr guter Funktionäre und ich glaube auch dank einer Strategie, die in Ordnung ist, dass man den Jungen eine Chance gibt, dass man Junge einbaut, den eigenen Nachwuchs und gute Leute aus dem Bezirk. Und so soll es, glaube ich, auch in Zukunft sein, dass wir versuchen, in Rohrbach hier eine starke Mannschaft zu formen, wo jeder Jugendliche auch von anderen Vereinen die Chance hat, hier in Rohrbach zu spielen und hier auf sich aufmerksam machen zu können und eventuell auch weiterzukommen, wie schon einige andere aus dem Bezirk gezeigt haben, unter anderem eben die Zöllerburm, die ja wirklich ein Aushängeschild vom Mühlviertel sind. Ja, es freut mich, dass viele Leute da sind mit Visionen in Sachen Sport, in Sachen Beruf. Ich möchte nur 3 Beispiele nennen von Leuten, die wirklich viel bewirkt haben und immer noch viel bewirken. Da möchte ich an erster Stelle unseren Grimms Willi nennen. Der hat sehr viel getan, dass unsere Sektion Fußball, Wohnpoint Rohrbach-Berg, so hoch hinaufgekommen ist. Er hat aber auch einen unheimlichen beruflichen Aufstieg gehabt. Man sieht hier, was man mit Begeisterung machen kann, mit Eifer und natürlich auch mit der nötigen Begabung. Als weiteres Beispiel möchte ich unsere Susanne Galleitner nennen. Die Susi hat ein unheimliches Fußballtalent, ist fleißig, hat natürlich auch die hundertprozentige Unterstützung der Eltern und sie hat es sehr weit schon gebracht. Sie spielt in der Nationalmannschaft
und ich glaube, der Vater und Sie selber und alle miteinander haben noch höhere Ziele. Ich darf euch dazu gratulieren, zu dieser Karriere. Weiters möchte ich natürlich den Baschingern gratulieren, Herrn Georg Zehlofer. Die haben uns auch sehr deutlich gezeigt, was man bewirken kann mit Begeisterung, mit Schwung, wie man diese Begeisterung hinüberbringt auf die Spieler, auf das Publikum, auf ganz Österreich. Lieber Herr Georg Zehlofer, ich gratuliere euch zu dieser Leistung und wir freuen uns wirklich außerordentlich, dass ihr heute bei uns seid. Liebe Nachwuchsbetreuer, am meisten freut es uns natürlich, dass ihr wieder bei unserem großen Turnier, beim 17. Fußball-Nachwuchscup, Sport 2000 Nachwuchscup, ich bin nicht so geübt wie der Kurt Ellmannsberger, dass er den ganzen Namen so schnell rausbringt, dass ihr wieder dabei seid. 122 Mannschaften sind es, glaube ich, und ich danke euch vielmals. Ihr habt eine sehr wichtige Aufgabe in euren Vereinen, nicht nur, dass ihr die Leute ausbildet in taktischer, in spielerischer Hinsicht, sondern ihr habt auch die große Verantwortung, dass ihr soziale Elemente vermittelt. Begeisterung und dann Zusammengehörigkeitsgefühl, Kameradschaft und vieles mehr. Ich wünsche euch, dass euch das weiterhin so gut gelingt. Ich wünsche euch, dass ihr weiterhin mit so viel Begeisterung und Schwung für den schönen Fußball und für euren Verein arbeitet. In diesem Sinn alles Gute beim Turnier. Ich wünsche euch allen recht viel Erfolg und den Veranstaltern, dass alles hinhaut. Danke. Als nächstes bitte ich unseren Hausherrn der Stadtgemeinde Rohrbach, den Bürgermeister Direktor Josef Hauer, aus, bitte. Lieber Kurt, sehr verehrte Herrengäste, ich bedanke mich für die Einladung. Ich möchte eine Begrüßung nachholen, einen Fußballfan, der sehr, sehr oft am Platz ist, der sogar einen gesundheitlichen Schaden auf sich nehmen oder genommen hat, nämlich beim Ehrenanstoß hat er sich die Achillessehne gerissen. Ich begrüße unseren Bundesratmagister Gerhard Dussek recht herzlich. Jetzt gut, das ist, wenn wir zwar im Scheinwerferlicht stehen, dann sehen wir nicht mehr. Ja. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, bedanke mich vor allen Dingen beim Kurt und beim Billy Grenz, bei den Verantwortlichen, die diesen Nachwuchscup bereits zum 17. Mal organisieren. Es freut die Stadt Rohrbach, wir sind ja als Stadt unheimlich stolz auf unsere Union und im Besonderen auf die Sektion Fußball. Sie, meine sehr verehrten Herren Nachwuchstrainer, leisten großartige Arbeit, nämlich die Arbeit mit der Jugend. Diese Arbeit darf ein unheimlich hoher Stellenwert zugestanden werden, denn ich sage das immer, wer in die Jugend investiert, investiert in die Zukunft, und dafür danke ich. Ich wünsche euch, und ich habe die Einladung, und auf der Einladung steht so ein wunderbarer Satz, und den möchte ich euch im vollen Umfang wünschen: eure Zielsetzungen, die diesem Hallenfußball-Nachwuchs-Cup 2003 zugrunde liegen, reichen vom Nacheifern, beständigen Üben, Fairbleiben zum Verständnis für Sieg und Niederlage und dem Miteinander in Spiel und Sport. Und diese Zielsetzungen, die wünsche ich euch, dass sie erfüllt werden. Bei aller Fairness darf ich hoffen, dass unsere Mannschaften erfolgreicher sind als die anderen. Das gestatten Sie mir. Und ich freue mich, wenn wir uns spätestens bei der Siegerehrung am Abschlusstag wiedersehen. Danke. Danke, ich muss fast gedacht, dass ich jemanden vergesse, aber es ist lieber, es sind so viele Leute da, dass ich ein paar übersiege, bevor das nicht der Bord da sind, ich kann jeden Einzelnen begrüßen. So, als nächstes bitte ich unseren Sponsorenvertreter, Herrn Peter Nürsis vom Sportgeschäft Sport 2000 Nürsis, um seine Grußworte.
liebe Fußballer und Rinnen, darf ich so sagen, ich möchte euch im Namen der Sponsoren sehr herzlich zur Auslosung des diesjährigen Sport 2000 Mühlviertler Fußball-Hallen-Fußball-Nachwuchscups begrüßen. Es freut mich ganz besonders, dass ihr heuer wieder so zahlreich an dieser Veranstaltung teilnehmt. Und dies, glaube ich, zeigt, dass wir nicht nur sehr prominente Preise, sehr gute Preise haben, sondern auch wirklich eine beste und wirklich super Organisation. Und ich darf euch im Namen der Sponsoren sehr herzlich für die bis jetzt geleistete und die Arbeit, die auch noch kommt, sehr herzlich bedanken. Beim Krimswilli, bei dir, lieber Kurt, und bei all den Helfern, die im Hintergrund arbeiten. Ich glaube, das ist nochmal ein kräftigen Applaus wert. So, ich glaube, ihr wollt alle schon auf die Auslosung. Ich wünsche, spannende Gruppen zu sehen. Und ich darf mich da natürlich den Beppe anschließen, den Bürgermeister von Rohrbach. Am liebsten sehe ich natürlich unsere Jungs vorne dabei. Danke sehr. So, und zum Abschluss unserer Grußworte hätten wir noch unseren Vertreter des Oberösterreichischen Fußballverbandes, Herrn Josef Falkner, um einige Grußworte ersucht. Das ist auch schon eine gute Nähe auf dem Gebiet. Liebe Jugend, liebe Vereinsvertreter, sehr geehrte Ehrengäste, vorerst möchte ich mich recht herzlich im Namen des Oberösterreichischen Fußballverbandes zu Ihrer heutigen Auslosung der Einladung recht herzlich Danke sagen. Ich möchte unseren Präsidenten natürlich entschuldigen, er wünscht der Veranstaltung ja alles Gute und an ihm ist ja das Ersuchen herangetragen worden, den Ehrenschutz dieser Veranstaltung zu übernehmen. Dem ist er gerne gefolgt, weil wir im Oberösterreichischen Fußballverband genau wissen, wo der Stellenwert des Fußballs liegt und der liegt ganz klar bei der Nachwuchsarbeit. Und hier darf ich ganz besonders der Union Rohrbach-Berg für ihr Engagement, die sie jetzt die letzten 17 Jahre geleistet haben, recht herzlich Danke sagen. Sie bringen es immer wieder zu Wege, so eine tolle Veranstaltung auf die Füße zu stellen. Was mich aber heuer ganz besonders freut, und ich bin ja einer, der schon, jetzt darf ich schon sagen, ich glaube ein Jahrzehnt, diese Veranstaltung verfolgt, dass ihr heuer als Ehrengäste unseren Aushängeverein von Oberösterreich genommen habt, denn gerade bei Fasching können sich erstens einmal alle Vereinsfunktionäre eine Scheibe aufschneiden, wie man einen Verein führt. Und was ganz besonders mich so begeistert, jedes Mal, dass Fasching immer wieder für den Nachwuchs da ist, dass Fasching einfach, wenn sich die Vereine melden und mit ihrem Nachwuchs zu einem Meisterschaftsspiel kommen, dort gratis Eintritt haben. Ich glaube, das ist Nachwuchsarbeit, das freut mich. Und hier ganz besonders eben das Kollege Zellhofer und Kollege Reiter, wenn ich sich so nennen darf, für sie ganz besonders für die Jugend einsetzen. Aber zum Schluss wünsche ich wirklich von ganzem Herzen der Union Rohrbach für den 17. Hallencup alles Gute, wollen schöne Spiele sehen. Ich darf nicht zu vermessen sein, dass nur die Union Rohrbach einen guten Nachwuchs leistet, sondern ich glaube, wenn ich gehört habe, dass 122 Mannschaften teilnehmen, so sind es eine große Anzahl von Vereinen und alle diese Vereine leisten gute Nachwuchsarbeit und dazu möchte ich euch allen im Namen des Fußballverbandes recht herzlich gratulieren. So, bevor es jetzt zur Auslosung geht, möchte ich noch ein paar Details zum Cup anbringen. Ja, wie schon gehört, es sind 122 Mannschaften. Im U9-Wettbewerb sind es 18, U11, 32, U13, 39 und im U15-Wettbewerb 33. Die Vorrunde sind 18 Gruppen, werden an den Wochenenden vom 1. bis 16. Februar gespielt und der große Finaltag ist am Samstag, 22. Februar von 8 bis 16 Uhr in der Halle mit der anschließenden großen Siegerehrung der Stadtmusikkapelle Rohrbach.
Das ergibt insgesamt 330 Vorrunden und 40 Finalspiele. Das sind umgerechnet 2,5 Tage reine Spielzeit. Und heuer ja, haben wir uns schon die Hoffnung gemacht, dass wir die 1000er Schallmauer bei den Toren wieder mal erreichen. Weil vor 3 Jahren haben wir es schon mal geknackt und ich glaube, heuer sind wir wieder dabei. Es steigt in jeder Gruppe nur der Gruppenerste auf, außer bei den U9, nachdem wir da ja, leider, sagen wir für die anderen Jahrgänge, bei uns Gott sei Dank nicht so viele Anmeldungen gehabt haben. Da haben wir 3 Gruppen, das heißt, der beste Zweitplatzierte in 2 Gruppen steigt auf. Also 3 Erstplatzierte und 2 sogenannte Lucky Loser steigen von der U9 auf. Bei den Rest nur der Erstplatzierte. Wichtig ist noch, bei den U9 spielen wir mit 6 Feldspielern und einen. Ja, auch ich darf euch recht herzlich hier begrüßen. Es ist ja meine zweite Veranstaltung hier in Rohrbach und ich komme immer wieder gerne hierher, weil ich der Titelverteidiger bin bei der U18. Das hat jetzt keine Bewerber mehr gegeben. Das ist auch das Gute, das hat mir der Grenzfühle, glaube ich, zum Gefallen gemacht. Der Herr Regler damals ja nur Dritter geworden, aber da reden wir ja später drüber. Müllviertel war ein Stichwort, Müllviertel Nachwuchskörper. Eines ist mir aufgefallen, auch Oberösterreichs Fußballpräsident, nämlich Dr. Lea Wendt, ich habe die Outlaws, also die Weihnachtsfeier moderiert, des Oberösterreichischen Fußballverbandes und das selbst dem Lea Wendt, der Schuster, die wird bestätigen können, aufgefallen, dass zu viele Müllviertel mittlerweile da drin mitmischen, aber deswegen läuft auch so gut der Oberösterreichische Fußballverband und deswegen moderieren wir auch dort. Aber jetzt zur U9 und da als Patronantin die Susanna Garleitner, herzlicher Applaus jetzt noch einmal für Sie, U19 Nationalspielerin. Liebe Mitspieler, den ist wirklich super. Radio Oberösterreich und die Union Wohnpoint Rohrbachberg heißen alle Trainer und Funktionäre zur Auslosung des 17. Sport 2000 Mühlfürther Hallenfußball-Nachwuchskampf. Herzlich willkommen! Susanna, du bist jetzt auch schon gern gesehener Stammgast, aber mittlerweile sieht man dich in den Zeitungen schon öfter als hier in Rohrbach. Du warst ja Mitrepräsentantin in Genf, als damals die zum Glück jetzt letztendlich erfolgreiche Europameisterschaftsbewerbung für Österreich abgegeben wurde. Kannst du vielleicht ganz kurz einmal noch von diesem Ereignis erzählen, denn es war ja auch maßgeblich mit daran beteiligt, dass wir sie bekommen haben, denn dieser Punkt letztendlich war ja entscheidend. Was ist da genau passiert? Ich bekam einen Anruf vom Teamtrainer Ernst Weber, dass ich nach Genf zur Euro 2008 Bewerbung fliegen sollte und ich am Anfang wusste ich überhaupt nicht, was mit mir passierte. Ich bekam dann einen Ablauf, wie, was, wann und wo. Und dann flog ich einen Tag nach Zürich und dann weiter nach Genf. Mit dem ÖFB-Präsidenten, mit Herrn Stiegler. Mit Herrn Stiegler. Dort trafen wir den Schweizer Fußballpräsidenten und einen weiteren U17-Nationalteamspieler. Und dann machten wir die UEFA-Präsentation. Welches Gefühl hast du dort gehabt? Hat man da ein bisschen Eindrücke schon bekommen? Man hört ein bisschen was mit natürlich. Ja, es war ein wunderschönes Erlebnis und ich habe es, glaube ich, bis heute noch nicht wirklich realisiert. Also die erste und einzige Rohrbacherin, die sagen kann, sie ist an der Vergabe einer EM für Österreich beteiligt gewesen. 12 Mal hast du bereits jetzt im U19-Nationalteam gespielt. Dein Weg hat ja eigentlich mühsam begonnen, denn als Mädchen ist es ja schwieriger, sich durchzusetzen natürlich als Bursch. Wie kannst du deine Anfänge noch einmal jetzt Revue passieren lassen? Ja, also möchte ich zuerst Danke sagen an den Rohrbacher Fußballverein, der mich sehr gut aufgenommen hat und wo ich auch jetzt noch trainieren darf. Und von dort weg mit der Unterstützung meiner Eltern und vieler Bekannte ist es eigentlich nicht so schwer gewesen. Dann Kleinmönchen und jetzt Neulengbach. Ja, dann also nach 8 Jahren in Rohrbach bin ich 3 Jahre in Kleinmönchen gewesen und jetzt seit dieser Saison spiele ich in Neulengbach in Niederösterreich. Auch den Supercup bereits gewonnen mit Kleinmönchen. Wie geht es denn jetzt weiter, wenn man schaut, die Gerti Stahling, eine Rohrbacherin, die ja bei Bayern München spielt, wäre das auch so ein Ziel für dich? Ja, also Ausland ist sicher ein Ziel, aber jetzt zuerst die Meisterung mit Neulengbach und dann weitersehen. Aber da wird dir das Herz schmerzen gegen Kleinmönchen zu gewinnen. Das ist dir egal, gell? Wenn es um 3 Punkte geht, dann ist es egal. So, rundherum jetzt dein Lebensweg auf Sport natürlich fixiert. Wie viel trainierst du denn ungefähr in der Woche und wie viel machst du eigentlich noch abseits des Mannschaftstrainings?
Also während der Meisterschaft viermal in der Woche, das heißt einmal in Marlenbach und den Rest des Trainings absolviere ich in Rohrbach bei den Herren bzw. bei der U17-Mannschaft. Und ja, nebenbei in der Schule turnen oder rumtrainen oder laufen. Natürlich ist der Damenfußball jetzt auch aufgewertet worden, zum Glück. Gibt es deswegen auch bessere Möglichkeiten für euch, auch mehr Geld zu verdienen? Das hoffe ich, dass sich das in nächster Zeit bessern wird. Also ist nicht perfekt, ja? Ja. Aber der Stellenwert allgemein für den Damenfußball ist, glaube ich, größer geworden. Spürt man das auch? Der Stellenwert ist sicher besser geworden als in den vergangenen Jahren. Und es ist ein Aufschwung. Also, Applaus für die Susanna Galleitner, Robert Spielerin in der U19. Und du willst jetzt die Auslosung vornehmen für die U9-Gruppen. Also, da geht es in den Gruppen auch um die Positionskämpfe, denn auch hier kann der Zweite aufsteigen. Titelverteidiger, übrigens SK Admira Linz. Also schauen wir, wo der Titelverteidiger hinkommt. Erster gezogener, SV Gallen-Neukirchen. Also, U9, gleich weiterziehen. Gallen-Neukirchen, also der Erste, St. Magdalena. Wie geht das jetzt? Kommen wir in dieselbe Gruppe? Also, machen wir gleich die Gruppe A vollständig. Gruppe 1 heißt es hier. Und dann haben wir die Gruppe 1 auch abgeschlossen. Jawohl, gehen wir gleich zur Gruppe 2 über. Union Schweinbach. Also, der U9-Gruppe 2. TSU Hofkirchen in dieser Gruppe mit Schweinbach. Schweinbach ja auch. In den letzten Jahren immer wieder einen hervorragenden Nachwuchs herausgebracht. So, hier ist ein Rohrbach-Nachbar, die Union Putzleistdorf. Mit Schweinbach und Hofkirchen, also immer von der 13 Uhr bis von dieser Uhr. Putzleinsdorf, St. Martin, Admira und Haslach und die Gruppe 3, Perl, Köping, Julbach, Eigenschläge, Bad Lernfelden und Reichenthal. So, wer glaubst du, sind die Favoriten, hast du auch ein bisschen mitbekommen die letzten Jahre? Wer tippt in der Gruppe 1? Also Gruppe 1 ist stark. U11 und da haben wir jetzt den Helmut Riegler von Plus City Pasching, Teamspieler. Bei uns auf der Bühne Applaus für den aktuellen A-Teamspieler, für den Tabellenzweiten natürlich auch. Helmut Riegler, blickt man nochmal zurück. Entschuldige. 10 Jahre. U18 Cup. Warum seid ihr nur Dritter geworden? Ich meine, wir waren stark, aber warum seid ihr Zweiter geworden? Also ich glaube, da müssen wir noch meine Chronik nachlesen. Ich bin mir da glaube ich nicht sicher, dass wir noch Dritter geworden sind. Also doch Zweiter. Nein, wir haben das gerade dann als 10 Jahre gemeint. Ich komme zwar vom Zweiten Platz. Okay, also hier offiziell. Helmut Riegler, ein gebürtiger Perger, also auch ein waschechter Müllviertler, ein Senkrechtstarter, wie man es so schön bezeichnet, auch ein Spätstarter natürlich, wenn man auf deine Karriere blickt. 96 hast du noch mit Pasching in der ersten Landesliga gespielt, damals übrigens auch mit dem Rohrbacher, mit dem Kehrer Joe in einer Mannschaft. Wie kannst du jetzt zum Beispiel gleich vor dem Lecker mal das Phänomen Plus City Pasching definieren? Das ist ja wirklich unglaublich, was ihr geleistet habt. Ja, ich glaube, dass das eigentlich schon vorher gesagt worden ist. Es ist einfach, rasch wird einfach kontinuierlich zielstrebige Arbeit geleistet. Ja, und da gehört natürlich der Trainer dazu, die Spieler und auch das Management. Also es ist eigentlich für mich schon ein Phänomen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, dass das eigentlich nicht so oft vorkommen wird, dass eben eine Mannschaft vom Amateurbereich bis in die Bundesliga durchstartet. Und es ist natürlich ja sensationell. Mir ist eine Aussage in Erinnerung vom Trainer von Georg Zellhoff, der hat einmal gesagt, vor dem Aufstieg, er hat die Spieler gefragt, wenn sie mal wo oben spielen wollen, wo sie spielen. Und da sind Namen wie Austria, Rapid und so weiter gefahren. Kleiner Pasching gesagt, nach dem Aufstieg hat er gesagt, er muss noch einmal mit den Spielern reden. Hat er das gemacht? Noch nicht, aber ich kann nur sagen, es ist. Man sieht einfach, was möglich ist, ja, wenn man wirklich zielstrebig und hart arbeitet. Also es ist, ich komme jetzt vom Berg, bin eben auch von einer Amateurmannschaft gekommen, bin dann zu Pasching gekommen, war mal in den Amateurbereich. Und haben eigentlich, wie gesagt, in relativ kürzester Zeit einfach den Sprung in uns geschafft. Und man sieht, was möglich ist. Vor allem auch für die Vereine, eben auch für die kleinen Vereine, was durchaus drinnen ist. Jetzt haben wir das Problem in Oberösterreich ja, mit dem Fußball. Zum Glück gibt es ja euch die Räder mit dem LASK. Ja, damals sind ja alle Nachwuchsspieler zumindest mit dem Ziel herangegangen, irgendwann mal vielleicht beim LASK zu spielen. Mittlerweile hat sich ja
das Ganze geändert. Jetzt wollen ja nicht einmal mehr die dort spielen, die alle austreten. Wie schaut es jetzt aus bei dir, als du damals in Perak begonnen hast, im Nachwuchs? War da auch der Last das Ziel? Hattest du andere Ziele, überhaupt nicht im Fußballbereich vielleicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe eigentlich nicht voll gehabt oder habe mir es nicht vorstellen können, dass ich eigentlich irgendwann einmal in der Bundesliga spiele. Man sieht, was möglich ist. Ich habe zuerst eigentlich, mir war das andere wichtig, also sprich die Schule und dann das Studium, aber eben mit Basching ist das Ganze möglich geworden. Und ja, ich muss natürlich dem Verein natürlich sehr dankbar sein. Das heißt, du hast damals noch nicht wirklich das Ziel Profifußballer gehabt für dich? Profifußball in dem Sinn nicht, ja. Ich habe schon einmal was ausgerechnet, dass ich mir weiter umspielen kann, keine Frage. Aber mit dem habe ich, dass es einmal so läuft, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Wenn man jetzt schaut, natürlich hier viele, viele Nachwuchstrainer, die hier mit dabei sind bei dieser Auslosung, die auch sich annehmen um die Jugend, meistens kostenloser, dann wäre es natürlich auch interessant, wenn man ein paar Tipps erhalten kann. Wie würdest denn du, wenn du jetzt Nachwuchstrainer wärst, die Zielsetzung für die Kleinen vorgeben, beginnen wir mal vielleicht schon im kleinen Bereich von 8 bis 10 Jahren? Ja gut, nachdem ich noch keine Trainerausbildung habe, ist es natürlich... Vom Gefühl her, ich sage, es kommt, hängt natürlich auch mal vom Alter ab, dass die ganzen Jungen sind. Und ja, vor allem am Beginn ist natürlich immer wichtig, dass da gehört einmal die Freude am Sport, und das ist das Einzige am Beginn, und das, man muss es einfach mal spüren lassen. Ja. Und Applaus aus dem Publikum, richtig. Die Freude und nicht der Zwang und der Drill. Das ist wichtig, ja. Also ich glaube, so funktioniert es auf keinen Fall. Also man muss einfach, der Freude am Sport ist da mal das Wichtigste, und alles andere wird sich dann zeigen. Ja, man sieht ja auch an dir, Dritter geworden und jetzt Profifußballer, und ich habe das Turnier gewonnen. Das ist nichts geworden. Journalistentreffer vielleicht, das eine oder andere erzählt. Gestern gegen einen Max Eisenkühl. Aber ich glaube, das habe ich mal reinlassen, ich will kurz rein. Jetzt auf den Hallencup nochmal bezogen. Wichtig natürlich auch, wir haben es leider in Österreich oder nicht den Vorteil, dass wir so wie die südländischen Mannschaften durchgehend spielen können. Zum großen Teil sind doch einige Monate und letztendlich auch Jahre, die dadurch verloren gehen. Also Hallencup schon wichtig, vor allem für die Technik. Absolut, also das ist unbestritten. Ich glaube, die Halle hat seinen Reiz, also vor allem für die Techniker. Und es ist natürlich immer, es war für mich immer Spaß, in der Halle zu spielen. Ich habe auch, wie gesagt, damals in Rohrbach schon gespielt. Und ja, es ist einfach reizvoll, also man kann da seine Technik wirklich einmal ausspülen, und da wird wirklich die Technik gefragt, ist eher die Technik gefragt, wie etwas anderes. Technik, wichtig natürlich auch ganz oben, ihr seid jetzt Zweiter. Es ist natürlich alles sehr knapp beieinander, man kann schnell auch wieder auf den 5., 6. zurückfallen. Andererseits ist jetzt auch der internationale Startplatz natürlich möglich, wenn man als Zweiter überwindet hat. Die Austria lassen wir überhaupt weg, also könnte sogar Meister werden. Also ohne den Wiener aus. Wie gesagt, gut, wir haben am Anfang gesagt, vor der Saison, wir wollen nicht absteigen. Natürlich, jetzt sind wir Zweiter, jetzt müssen wir natürlich andere Ziele stecken, das ist ganz normal. Und ich sage, wenn wir wirklich so kontinuierlich weiterarbeiten, und ich sage mir, früher haben wir eigentlich immer immer eine gute Saison gespielt, also vor allem im Frühjahr, dann ist sicher noch einiges drinnen. Also ich sage einmal, realistisch wäre vielleicht der Europacup-Platz. Wie glaubst du, wird die Frühjahrssaison jetzt verlaufen? Unterschätzt seid ihr in den letzten Spielen ja ohnehin nicht mehr geworden, aber die Heimstärke ist natürlich jetzt schon weiterhin das Wichtigste, was uns erhält. Na klar, also wir leben eigentlich von unserer Heimstärke, wir haben auswärts immer ein bisschen Schwäche, vor allem auch jetzt haben wir in der ersten Division auch schon gehabt, aber da müssen wir daran arbeiten, dass wir auswärts auch stärker werden, und ich glaube, wenn wir auswärts sind, wenn wir das verbessern können, dann schaut es sehr gut aus. Sehr gut, schaut das auch aus vielleicht für dich für 2008. Wäre natürlich ein Traum, ein Teamspieler zu sein, dann, wenn die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz stattfindet. Gut, absolut. Also ich habe jetzt einmal die Gelegenheit gehabt, dass ich mal dabei sein dürfen, und es war natürlich eine schöne Erfahrung. Ich bin 2008, glaube ich, bin jetzt 32. Also ja, im besten Fußballalter. Das ist richtig. Also nein, es wäre natürlich schon eine tolle Sache, wenn es passieren sollte. Wenn man den Effekt gesehen hat, glaubst du, hat das auch auf die Liga jetzt einen Einfluss überhaupt auf die Planung in den nächsten Jahren? Absolut, also man braucht, egal jetzt, also EM oder WM, also EM in dem Fall, es ist, man sieht, was einfach durch so eine Veranstaltung einfach, was da bewegt wird im Fußball, und das ist natürlich absolut positiv für den österreichischen Fußball. Gut, also Applaus, Heli Riegler, Mittelfeldspieler, Teamspieler, und ich denke, ich würde ihn an die Auslosung der U11. Titelverteidiger ist hier die SV Gallen-Neukirchen. Selbstverständlich. Wir haben da die Union Schweinbach mit 2 Teams und die SK St. Magdalena mit 2 Teams. Das heißt, wir losen jetzt Union Schweinbach 1 in die Gruppe. Ziehst du mir da bitte eine aus, Helle? Und einen Buchstaben dazu. Dort kommt Schweinbach 1 hin. Gruppe 3 und E. Das
ist Schweinbach 1 und Schweinbach 2, ja wieder von der Gruppe. Kommt in die Gruppe 1 mit den Buchstaben Dora. So. Buchstaben und Gruppen schmeißen wir wieder rein. Jetzt geht es für die SK St. Magdalena 1 in die Gruppe. Gruppe 1, Buchstabe Dora. Ich bin jetzt Opfer. Sie ist auch so schnell. Ja, das ist auch nicht echt. Buchstaben muss ich nicht rauslassen, setz mal gleich so hin. Hey, jetzt sind wir noch mal im Buchstaben raus. Das ist ein Jahr, ist üblich. Buchstabe F, jetzt wird es passen. Aber so soll es nicht sein, dass irgendwas das alles echt ist. Magdalena 2 in die Gruppe. Selbst zwei und mit dem Buchstaben auf den anderen raus, dass man nicht so, das war jetzt die Doppelmannschaft und jetzt schmeißen wir in den Rest rein und dann verschwindet schon wieder, was ein völlig falsch macht. Ja, cool, bei der Backup-Auto haben sie die Kugeln ganz weggeworfen, weil sie die Leute so bei dir nicht gekommen sind. Hat das eigentlich wieder die Mannschaft dazugegeben? Nein, ich brauche die Sicherheit einmal noch. Gut, also wir beginnen mit der Auslosung der U11, haben wir schon begonnen, und setzen fort. Also bitte, Heli. Ein männliches Glücksengel. Die Union Käfermarkt. Also in der Gruppe 1. Da haben wir schon Schweinbach 2 und St. Magdalena drinnen. So, was darfst du sagen? Union Berg. Schlechtes Omen, dass du dich ziehst. So, die Union Berg. SV Altenberg. SV Altenberg auf C, das ist am Sonntag, den 2. Februar, 8 bis 11.50 Uhr. So, SV Altenberg, so der nächste. Union Lastberg. Union Lastberg also E in dieser Gruppe, dann fehlt nur noch einer. Damit haben wir die Gruppe 1 des U11-Bewerbs fixiert. Union Neufelden. Sonst falls mir eigentlich gar nicht schwer, so ein Urteil umzugehen. Aus deiner Aktivzeit noch damals bei Berg, welche Gegner schätzt trotzdem stark ein? Magdalena? Mit 2? Ja, Magdalena, gut, das ist die Zweiermannschaft, aber... Außer sie taktieren. Dann gibt man auf Magdalena. Gruppe 3, schwer, sehr schwer. Beißen habe ich auch nicht gespielt. Ja, das ist relativ klar. Sehr schön gewachsen, aber ich glaube. Sie haben noch brav gekostet, das ist ein größer geworden. Ja, ist keine Ahnung, ich gebe mir auf Schweinbach. Der Gruppe 4, naja, muss ich natürlich noch Vorlauf geben. Und in der Gruppe 5, naja, nachdem ich Schürz Hansi kenne, nehme ich natürlich St. Martin. Also, die St. Martin, wenn wir schauen, ob sie sich durchsetzen können. Helmut Riegler, danke mal fürs Kommen hier bei uns, viel Erfolg im Team und auch natürlich mit Pasching. Ein Applaus denke ich für den Henny Riegler. So, dann kommen wir zur U13. Da haben wir jetzt zwei Patronanten. Der Co-Trainer von der Plus City Pasching und der Zähler, gebürtiger Altenfeldner. Und dazu, damit es ein bisschen ausgeglichen ist, ein Innenviertler Stefan Reiter, der Manager. So, Applaus bitte auch für die beiden. Wenn wir gleich ein bisschen rüber, wenn wir auch in den richtigen Gruppen stehen. Könnt ihr das nie gespielt, den halben Körper, bist du dennoch ein Profi geworden, eine Ausnahmeerscheinung, würde ich sagen. Ja, leider nie gespielt, habe aber vor, ab Nachtag vor 17, weil ich erst einmal die Auslosung da herumgemacht. Also habe schon ein bisschen eine Beziehung zu dem Ganzen, habe mir schon Spiele angeschaut und hoffe, dass das genau wie dieser kurze Turnier wird. Du warst einer der ersten Müllviertler, kann man sagen, vor allem aus dieser Region, der bei einem Bundesliga-Club gelandet ist, den es leider nicht mehr gibt.
oder für manche ist sozusagen sein Froh, ist jetzt egal. Damals auch überraschend eigentlich, wie wir gehört haben, der Günther Zeller von Altenfelden zur Föster. Wie war das damals für dich überraschend oder wie ist es eigentlich gekommen, jetzt im Nachhinein noch? Ja, das war einfach überraschend. Das war, ich glaube, überhaupt nicht ein Hindenken, dass man vermutet, wenn die Bundesliga wird und dort vielleicht eine Karriere macht. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, was ist der? Fußballer, also mit dem kann ich gar nichts anfangen. Aber es hat sich so ergeben und ich glaube, dass ich ganz ein gutes Beispiel bin, dass man immer von dem Bezirk herum in die Bundesliga kommen kann. Mein Bruder hat es ja genauso geschafft und in meinem Film gibt es ja nur einige, den Hartl Stefan, der ja noch bevor man Lars gespielt. Noch. Was der dritte Arbeit oder man hat. Ja, ich hoffe, dass es den Last schon noch länger gibt. Und ich hoffe, dass es ein paar Nachkommen gibt im Bezirk. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter plaudern. Ich werde den Stefan Reiter nicht so alleine stehen lassen. Der erste Manager überhaupt Österreichs, der mit zwei verschiedenen Clubs in die höchste Spielklasse aufgestiegen ist, hat einen Sonderapplaus, glaube ich, verdient, nämlich mit zwei Lokalvereinen, FK Jostkurin und jetzt Lustig die Pasching. Der Wechsel war offensichtlich begründet, die haben die geholt, aber wenn du jetzt schaust, beide Clubs doch ähnlich mit Heimspielern, nämlich mit Spielern aus der Region, den Aufstieg geschafft, Vorbildwirkung gleich einmal vorweg, denke ich. Ja, sicherlich nicht nur eine Vorbildwirkung, sondern auch die Zukunft für die anderen Regionen in Österreich, glaube ich. Man muss sich einfach bewusst sein, wo die Spieler zu Hause sind und man muss einfach den jungen Leuten einfach die Chance geben, auch in der Bundesliga zu spielen. Und das funktioniert dann auch. Das hat jetzt schon bewiesen und das beweist auch schon, wenn zu dir ist. Damals in Ried war es ja noch sensationeller. Vorerst einmal, weil es die erste Mannschaft war, die als Dorfclub und Anführungszeichen aufgestiegen ist. Der Nachwuchs ist deswegen, denke ich, auch das Kapital für die Zukunft. Denn so viel Geld wie der Stronach hat ja nicht jeder. Nein, und wir haben das auch in Ried schon gemacht, dass wir sehr, sehr viel investiert haben in den Nachwuchs und wir haben dann auch das Bundesnachwuchszentrum bekommen und es sind ja sehr, sehr viele Spieler aus der näheren Umgebung oder sogar aus der Stadt, aus Ried, in die Kampfmannschaft aufgestiegen und jetzt in Pasching versuchen wir einen ähnlichen Weg zu gehen, dass wir eben auch junge Spieler die Möglichkeit geben, in Pasching im Nachwuchs zu spielen und sich dort weiterzuentwickeln. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass die Erwartungen schon sein kann, dass die nächsten zwei, drei Jahre ein Paschinger in der Bundesligamannschaft spielen kann. Das dauert natürlich und das ist auch mein Appell an die Jugend, dass man hier nicht zu schnell aufgeben soll, sondern das dauert einfach, es braucht Zeit und nach einigen Jahren kann sich hier immer irgendwo was entwickeln. Du bist ja maßgeblich daran beteiligt gewesen, damit natürlich mit dem Aufstieg, hast du das glückliche Händchen gehabt oder das Gespür, den einen oder anderen von den Amateuren zu holen, einen Profivertrag zu geben, natürlich immer auch mit Absprache oben, aber es waren sehr viele Tipps von dir, das weiß ich ja, dabei damals. Hast du auch dich selbst schon von vornherein auf die Jugend konzentriert, dass du sagst, ich möchte das eine oder andere Talent selbst erkennen? Ja sicher, das ist meine ureigenste Eigenschaft, denke ich, so bin ich zum Fußball selber als nicht so erfolgreicher Fußballspieler, aber dann mein erster Schritt nach meiner kurzen aktiven Karriere war in der Nachwuchs. Ich war Nachwuchstrainer sehr, sehr lange in einem kleinen Verein im Innviertel und bin dann auch später immer den Nachwuchs treu geblieben. Ich habe auch das BNZ in Ried geleitet und war in verschiedensten Tätigkeiten im Nachwuchsbereich dabei. Darum glaube ich, dass ich sagen kann, ich weiß, wo es funktioniert oder wo es nicht funktioniert und wo man ansetzen kann und was man dagegen machen kann, dass es im Nachwuchs gut läuft. Aber es läuft ja jetzt, Gott sei Dank, in den letzten Jahren speziell in Oberösterreich sehr, sehr gut. In Oberösterreich wird im Nachwuchs sehr, sehr viel gemacht. Das hat hier eine wirkliche Trendumkehr stattgefunden und mich freut es, speziell wenn ich hier bin, für solche Veranstaltungen, das habe ich auch noch nie erlebt, dass in einer Region wie hier Mühlviertel, nur Mühlviertler Mannschaft, 122, das ist eigentlich eine Sensation, ich glaube, das ist ja auch einzigartig in Österreich und genau das ist das Richtige. Das sind die richtigen Zeichen für die Nachwuchsarbeit. Hier wird aufgezeigt, was alles möglich ist und da nur so kann es weitergehen. Günther, die Trainerausbildung umfasst natürlich auch den Nachwuchs, das Jugendprogramm. Wie schon erwähnt, es sind ja viele Nachwuchstrainer, die hier natürlich diese Auslosung mitzittern und die natürlich auch
ein paar Tipps wissen wollen. Wie würdest du den Nachwuchs jetzt, wenn du eine Mannschaft hättest, betreuen? Worauf würdest du Wert legen? Auf jeden Fall würde ich auf das Wert legen, dass fast bei jeder Übung der Ball dabei sein muss. Also eigentlich bei jeder Übung und so viele Ballkontakte wie nur möglich. Ist hier oft, wenn ich so bei Trainings zuschaue, was mich am meisten stört, wenn ein Schusstraining ist und die Kinder stellen sich an, haben 20 Spieler, die eine riesen Reihe bilden und alle halbe Stunde kommt die Arme zum Schießen. Also gegen das hätte ich wirklich was als Trainer. Also ich war eigentlich für viel Ballkontakte und das war das Wichtigste. Und nicht nur natürlich das Training, sondern dass man die Spieler dann auch anhält, das in der Freizeit. Also genauso versuche ich, im Ball am Fuß zu haben und auch Fußball spielen und auf der Wiesn Fußball spielen, weil nur so kannst du das lernen. Nicht zweimal im Training im Endeffekt. Wir haben schon angesprochen, sehr viele Mannschaften, die hier teilnehmen. Bist du der Meinung, dass Müllviertel allgemein ein gutes Potenzial hat, ein Nachwuchskicker? Ja, ich glaube schon, dass ein Potenzial da ist. Wie überall in Österreich ist ein Müllviertler Potenzial da. Es ist immer wieder eine harte Arbeit, viel Fleiß von den Trainern und natürlich eine schöne Ausbildung muss da sein, dass man die richtigen Fäden zieht. Du hast gesagt, Stefan, du warst schon Nachwuchstrainer. Wie war es bei dir? Hast du das Hauptaugenmerk gelegt? Ja, das war auch ganz, ganz klar. Das war einfach rein in der Technikarbeit. Es war zu meiner Zeit, wie ich Nachwuchstrainer begonnen habe, das ist schon fast 20 Jahre aus, darf ich gar nicht sagen, was da noch gang und gäbe war. Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so. Und das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass es eine sehr gute Nachwuchstrainer-Ausbildung gibt. Ich auch selbst als einer der ersten seinerzeit schon in Oberösterreich, also in der Neuform genossen habe, wo in einem Team also den Leuten wirklich was verwirklicht wird. Das sind sehr, sehr gute Instruktoren. Und ich empfehle es auch allen, daran teilzunehmen, alle, die eine Nachwuchsmannschaft trainieren möchten. Das ist, glaube ich, auch eh schon so, dass es eigentlich ja jeder gemacht hat, dass jeder zumindest diesen Nachwuchsbetreuerlehrgang absolviert. Und ich empfehle natürlich auch den Nachwuchsbetreuern, weiter Trainerkurse zu besuchen. Es ist ja nicht unbedingt entscheidend, ob ich jetzt eine Ausbildung, sprich drittes, viertes Semester habe und eine Kampfmannschaft trainiere, sondern es wäre sicherlich mehr wünschenswert, wenn mehr ausgebildete Trainer im Nachwuchs arbeiten. Ich weiß aber auch warum, dass das nicht so ist, weil das nicht immer mit lieben Geld zusammen. Die Leute investieren in ihre Ausbildung, möchten auch etwas zurückbekommen, muss auch bezahlt werden, aber auch hier sollte eine Veränderung stattfinden und ich glaube auch von seitens der Institutionen gibt es auch hier Unterstützung und es wird vermehrt versucht hier das zu unterstützen, dass hier die Betreuer auch Geld dazu bekommen, weil das gehört einfach dazu. Ich kann ja nicht verlangen, dass wir den Kindern Erwachsenen zur Verfügung stellen oder wir, wie es auch teilweise geschieht, dass sie froh sind, dass die Kinder irgendwo untergebracht sind, aber das kostet überall etwas. Und warum muss es im Fußball gratis sein? Das kann einfach nicht sein. Die Leute, die Kinder betreuen und führen, sollen auch dementsprechend ordentlich bezahlt werden. Gut, also, das sind die Appelle an... Jawohl, ich hätte auch einen Applaus verdient. Man merkt, Herzensangelegenheit der Nachwuchs von Stefan Reiter. Wir reden dann auch mit dem Trainer Georg Zellhofer. Darüber mal Gratulation. Jetzt würde aber auch vom Co-Trainer wissen, in die Zielsetzung im Frühjahr geplustet die Baschen aus. Zielsetzung kann nur das sein, dass man sich weiterhin etabliert. Was für Platz im Endeffekt wird, wenn man die letzten Runden noch immer dabei ist, unter die ersten drei oder unter die ersten zwei sogar, dann ist natürlich die Zielsetzung ein UEFA-Cup-Platz. Ja. Aber zurzeit denkt man von dem eigentlich ganz wenig intern, sondern wir konzentrieren sich jeden Tag auf unsere Arbeit und versuchen, dass wir das Team verbessern. Also es wird ganz wenig darüber geredet intern. Einer, der nachdenken muss, ist dennoch der Stefan Reiter. Es ist alles drinnen jetzt, wenn man schaut, die Punkteabstände Platz 2 bis Platz 7. Ein bisschen kalkulieren muss man aber schon auch international, auch wenn du gesagt hast, ich will ja nicht unbedingt gegen einen Russen spielen, den keiner kennt. Ja, schau, es ist so, ich glaube, dass wir in Washington unsere Saison zu bereits erreicht haben. Für uns könnte die Saison vorbei sein. Gut, das verstehe ich, aber leider gibt es ja noch ein paar Runden. Na Gott sei Dank gibt es noch ein paar Runden, weil wir freuen uns ja schon alle und ich hoffe, ihr auch, ihr alle, die was hier seid. Wir sind Zweiter und das ist ja schon so viel gespielt worden jetzt im ganzen Herbst. Der erfolgreichste Aufsteiger aller Zeiten und so weiter und so fort. Aber es kommen immer andere Zeiten auch und vielleicht heuer noch nicht, aber vielleicht dann nächstes Jahr oder in zwei Jahren, das weiß man. Und diesem Erfolg ist immer alles schön und krass und ihr seid die Besten und so, aber es steckt ja viel, viel dahinter und
es ist für uns gar nicht entscheidend, welche Platzierung das wir erreichen, sondern wir versuchen wirklich gute Spiele zu spielen und der Schwerpunkt oder der Hauptaugenmerk, der soll ja auch nicht verloren gehen, weil das Baschinger Erfolgsmodell wurde ja auf tragende Säulen gestellt und das war in erster Linie jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, bei einem guten Club Fußball zu spielen. Das ist auch der Markus Kiesnehmen, den man ja wieder zurückgeholt hat, der Liebke natürlich auch ausgebildet worden von Trainer Georg Zellhofer. Ich möchte jetzt einhaken, es ist Transferzeit. Wer kommt denn noch, wer geht denn? Also wir haben überhaupt keine Prämissen gesetzt in der Transferpolitik. Wir sind hier eigentlich geschlossen. Wir Daniel Kulic, habe ich heute aus der Starthalle gehört, wer Mattersburg interessiert? Das ist möglich, davon weiß ich noch nichts. Wenn Mattersburg Interesse hat, können sie mit uns reden. Aber es ist natürlich so, wie ich schon gesagt habe, jeder Spieler, also das ist unsere ureigenste Eigenschaft als Baschinger Verein, früher schon gewesen und ist auch jetzt noch so, dass wir versuchen wollen, Spielern eine Plattform zu geben, um sich weiterzuentwickeln. Wir haben hier einen Trainer, einen sehr guten, bei dem sich die Spieler weiterentwickeln können. Wir Baschen sind nicht der Nabel der Welt, das wissen wir, sondern das passiert dann woanders. Wir sind ein Sprungbrett für junge, talentierte Spieler, die dann einen weiteren Weg gehen möchten. Vielleicht findest du ja dann auch hier einen aus Rohrbach, aus dem Umkreis, aus dem Mühlviertel. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Er war ja schon einmal in Rohrbach. Welchen Spieler beobachtet hat? Mehrmals, ja. Aber welchen Spieler beobachtet hat, will ich nicht verraten. So, danke mal Günther Zeller, dem Co-Trainer, danke Manager Stefan Reiter. Sollte bloß sind die Baschingspieler und Trainer raufkommen? Wir sind noch nicht fertig, Wille. Wir haben noch nicht einmal ausgelost. Wir haben aber zwischendurch was. Das ist der Neudorfer Willi, unser Pressefotograf. Wo ist er? Als Stärkung bis zum Ende der Auslosung. Aber mehr Applaus jetzt einmal für den Günther Zeller und den Stefan Reiter. Entschuldigung. Ab und zu, so wie in der Union Rohrbach-Berg, mir der Kurt und ich bewegen was ab und zu, das Drehbuch schmeiße ich ab und zu, aber ich glaube, jetzt geht es um Folgendes, die Firma Fleisch, Gourmetfleischer, hat sich was einfallen lassen für SV Plus City Pasching. Es geht im Frühjahr um die bekannte Wurst. Wir wollen in den UEFA Cup oder Champions League kommen. Und Fleischwurst, Leide Zeder. Hat sich heute spontan erklärt, wie es gehört haben. Lieber Georg, komm raus, lieber Susi, bei dir geht es auch um viel. Es gibt da Mühlviertler Spezialitäten von unserem Mitsponsor der Union Wohnbau in Korbach-Berg. Und wir möchten jetzt das übergeben unter dem Motto Gourmetfleischer Leibezeder widmet SV Plus City Fasching die bekannte gute Mühlviertler Wurst und Schinken. Und ich wünsche euch, gerade als Mitsponsor von SV Plus City Pasching, dass ihr die ganzen Leiber so richtig wohlgefüllt ausfüllt. Christian, ich würde es nicht gern, aber das war mein Handling, weil das sind meine Buben und ich lebe mit SV Plus City Pasching mittlerweile schon sehr, sehr, ich leide und freue mich. Das ist ja auch immer der Erste, der bei Live-Übertragungen den Georg Zeller umarmt. Also, das ist bildlich festgehalten. Aber Applaus würde ich auch sagen für den Krems, für den Hans Dampf in allen Kassen hier in Rohrbach. Der Georg, bitte, keiner Ritter Wahnsinn. Gesunde Wurst und was sonst noch alles drinnen ist. Nein, dir zu mir, das sieht man den nicht mehr. Ja, so. So, lieber Helmut, beim ersten Training. Ich glaube, das dauert länger, wenn der Willi alle 10 Minuten kommt, aber das wird eine Frage. Ja, natürlich, Fleisch allein kann man nicht essen. Ganz kurz noch, lieber Natschläger Franz, du wirst beitragen, dass wir mit der Bäckerei Natschläger, SV Plus City Pasching, wahrscheinlich die Kraft haben, dass wir alles erreichen, was wir uns vorstellen. Lieber Franz, vielen Dank. Gut, also, wir
gehen jetzt an die Auslosung mit der U13. Ich denke, wir wechseln uns ab, jeder mehr Gruppe, die Gruppe 1, wer will anfangen? So, aber probieren wir es, weil es jetzt schwieriger, weil jetzt habe ich drei Vereine mit jeweils zwei Mannschaften, aber da wäre es heil und dumm hin, das wird schon gehört. Wir fangen an mit SK Magdalena 1 in die Gruppe 5 mit dem Buchstaben B. Und der Verein, ich weiß aber Buchstaben nicht, gell? So, nächster Verein ist SV Gallneukirchen 1 in die Gruppe D. Mit dem Buchstaben A. SV Gallneukirchen 2 in die Gruppe 5, Buchstabe G, Gruppe E. So, der nächste Verein ohne und Wohnwald Traubachberg 1 in die Gruppe 4 mit dem Buchstaben D, mit Dora. Und Union Wohnwald Traubachberg 2 in die Gruppe 3 mit dem Buchstaben F. So, nein, dann muss es aus und dann können wir nur mehr die restlichen Mannschaften nennen. So, einer ist noch drinnen, jetzt sind wir durch. Es gibt ja zum Glück zwei Mathematiker hier, die das Ganze auch überwachen. Magister Liebitzberger, mein Vater. So, dann fangen wir an. Wir fangen an. Stefan Reiter, erste Gruppe. Wir beginnen mit der Gruppe, die am 1. Februar bereits spielt, 16 Uhr bis 21 Uhr 7. Das war ja für Postbus mehr um 21 Uhr 7. Geht schon, ja, ja. Immer. So, wir beginnen mit der SV Hellmond Süd. Jawohl. SV Hellmond Süd, also bei SV Gallneukirchen 1 in der Gruppe 1. Nächster. Sind durch die Gruppe. Ja, Misch Union Lasberg. Also Gallneukirchen, Union Schönau. Schönau, also in der Gruppe 2. Union Käfermarkt. Union Käfermarkt auf F. Dritter. Titelverteidiger übrigens hier Mauthausen. Die sind in der Gruppe 1. Also der Titelverteidiger in der Gruppe 1. Und damit kommen wir zur U15, zur sogenannten Königsklasse bei diesen, wie man es aufgeschrieben hat, Sport 2015 Hallenfußball Nachwuchskampf. Es hilft, wenn man es aufschreibt. Und da gibt es natürlich jetzt ebenfalls einen Patronanten, der für diese Auslosung verantwortlich zeigt. Herzlich willkommen bei uns in Rohrbach, der Erfolgstrainer von SV Plus City Pasching, Georg Zellhof, Applaus. Der Final Countdown, die richtige Musik für Georg Zellhof. Zum Glück habe ich schon zwei Runden vorgezogen. Herzliche Gratulation, ich denke ich im Namen aller Fußballfans, alleine schon für die Cup-Erfolge damals und jetzt natürlich auch für Platz 2. Ich weiß, momentan, du bist in der Vorbereitung, kannst das gar nicht mehr hören, diesen zweiten Platz. Man muss jedes Spiel ja bestätigen, aber ich denke, die Winterpause hast du vor allem das Weihnachtsfest schon schöner verbracht, als wenn du Vorletzter oder Drittletzter wärst. Mit Sicherheit, ja. Ich möchte uns nicht beschweren, wir sind froh und zufrieden. Die Mannschaft hat sich einfach präsentiert, der ganze Verein und im Endeffekt die ganz gewaltige Arbeit von uns. Ja. Damals, ich war glaube ich das Einzige dabei, als ihr 96, 97 auf der zweiten Landesliga aufgestiegen seid, da war es ein Graf auf Lanzarote, sonst war kein Journalist da, das war glaube ich am besten Hertha-Platz. Hast du damals irgendwo in diese Richtung gedacht, dass ich diese Mannschaft, auf die du ja gebaut hast, aber dass sich diese Mannschaft so entwickeln kann, dass du jetzt da bist mit ihr, wo sie ist? Nein, das wäre jetzt mit Sicherheit vermessen. Auch nicht als Ziel? Als Ziel schon. Meine Perspektive war folgendermaßen, dass die Mannschaft, die Pasching bekommen hat, mit sehr vielen jungen BNZ-Spielern, im Endeffekt österreichischer Meister war. Und vom
Heinz Rothauser hervorragend trainiert war und junge Burschen, das waren dann, glaube ich, 8 Spieler waren es, die dreimal hintereinander österreichischer Meister waren, dann müssten sich eigentlich, wenn man die Chance gibt und gut trainiert und dementsprechend vorbereitet, möglich sein, sportlich etwas zu erreichen. Aber jetzt mit Sicherheit nicht die Zielsetzung Bundesliga oder Erste Division oder Regionalliga, aber Fakt war, dass für mich im Hinterkopf immer das war, dass da sehr viel Potenzial da ist. Die Burschen waren sehr trainingsgierig, wissbegierig, eine super Einstellung gehabt und da habe ich mir immer gedacht, das muss ja möglich sein, mit der Mannschaft was erreichen, aber in diese Richtung mit Sicherheit nicht mehr. Du hast ein schönes Erlebnis einmal erzählt, als ihr damals noch die Cup-Erfolge habt, das war ja überhaupt sensationell zum damaligen Zeitpunkt. Hast du mal erzählt, dass ihr mit dem Mannschaftsbus auswärts gefahren seid und habt ihr, da habt ihr euch sogar einen Kärnten erkannt. Das hat mich damals wesentlich gefreut. Wie gehst du mit dem Erfolg oder wie bist du schon damals mit dem Erfolg umgegangen, wenn man sieht ja die Kleinigkeiten sind, die dich erfreuen? Ja, man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn man Erfolg hat, gibt es sehr viele Schulterklopfer. Alle wissen es, dass man es immer richtig macht. Jeder gratuliert, wir haben so schon gewusst, wie gut dass wir sind und was wir alles richtig machen. Im Endeffekt steht sehr viel Arbeit dahinter, vor allem von der Mannschaft, von den Spielern, eine Bombeneinstellung. Was die Cup-Erfolge betrifft, war es dann meistens sogar so, ein Jahr später haben wir es dann büßen müssen in der Meisterschaft, egal wo wir hingekommen sind, waren wir schon die österreichischen Cup-Sieger. Jede Mannschaft hat sich doppelt angestrengt gegen uns. Es war egal, wo wir gespielt haben, in Bleiberg oder in St. Veit oder in Hartberg. Alle haben die Mannschaft vorgestellt als Cup-Sieger und. Das ist natürlich auch sehr viel Neid dabei gewesen. Und ein Jahr drauf haben wir uns nachher wirklich die Sporen sehr hart verdienen müssen. Und das war eigentlich das schwierigste Jahr bis jetzt, war das dritte Jahr noch in der Regionalliga, wenn wir Meister sind. Dann der Aufstieg in die erste Division, dort sofort wieder Meister geworden. Ich habe damals die Meisterjahrung für euch moderieren dürfen und habe zum ersten Mal oben auch Tränen in deinen Augen gesehen. Da schauen wir, das war noch ein Quantensprung zwischen Amateurfußball und Profifußball. Ich muss nochmal sagen, ich weiß sehr wohl, wo unsere Wurzeln sind und die waren in der zweiten Landesliga. Und ich kann das jetzt ganz ehrlich und ruhig sagen, Warbach war 2 Klassen höher wie Baschen. Im Endeffekt. Warbach hat in der Regionalliga gespielt und wir waren in der zweiten Landesliga und zu dem Zeitpunkt haben wir auf Warbach aufgeschaut. Oder auf Eintracht Wöls oder Donau Linz, welche Mannschaften waren da für uns irgendwo Vorbilder. Das ist jetzt überhaupt nichts Negatives, sondern was Gesundes im Sport. Und zu dem Zeitpunkt nachher nach dem Aufstieg in die erste Division habe ich gewusst, dass das Kapitel Amateurfußball, das Buch wird zugeschlagen. Und wir haben dann einen neuen Weg begonnen, uns in diese Liga hineinzuarbeiten und unser Ziel war eigentlich nur wirklich der Klassenhalt, dort zu bleiben, die jungen Spieler dort einzubauen, vorzubereiten auf höhere Aufgaben und dass noch der Meistertitel rauskommen ist, war eigentlich wieder sensationell. Deswegen allein schon, wie jedes Mal, wenn Sie aufgestiegen sind, habt ihr eine kürzere Vorbereitungsphase gehabt. Habt ihr meistens bis zum letzten Spiel dann nicht gewusst, wie es jetzt letztlich nächste Saison weitergehen soll. Wie hast du es geschafft, die Mannschaft immer wieder da gerade zu motivieren? Meistens haben Sie überhaupt keine Urlaub. Die beste Motivation ist der Erfolg. Und wir haben zwischen Regionalliga und 1. Division 7 Tage Urlaub gehabt. Haben gehabt 14 Tage Vorbereitung und dann haben wir gespielt und hat eine Mannschaft dastehen müssen. Wir haben die Paragraphen gehabt mit den jungen Spielern, aber das war für uns weniger das Problem, denn mit Stefan Reiter haben wir einen sehr guten Manager gehabt, der wirklich bei den Verpflichtungen der jungen Spieler und sehr gute Spieler und 21 den Spieler super angehabt hat, ein sehr gutes Auge dazu hat, die nötige Erfahrung. Und im Endeffekt war trotzdem die Mannschaft hingespielt. Also die Mannschaft, was von der zweiten Landesliga mitten aufgewachsen ist, da war zum Teil über 6-7 Jahre eingespielt und alle haben immer gesagt, Baschik hat einen großen Engel gekauft, aber ich muss das mal wieder revidieren, das war nicht so, sondern wenn man schaut in der Startformation, immer wieder am Anfang der Meisterschaft sind Minimum 8 Spiele gestanden vom Vorjahr. Dass man sich verstärken muss, ist ganz normal. Jeder Aufstieg in die nächste höhere Liga bedarf besserer Spieler, das ist normal, aber wir haben immer versucht, dass die Spieler, die wir dazugeholt haben, charakterlich dazu passen, eine sehr gute Einstellung haben, eine Zielsetzung haben und vor allem junge Spieler sind. Und wir haben dann den Weg zwischen jungen Spielern und routinierten Spielern versucht zu finden und da haben wir nachher wieder einen Günther Zähler schon in der Landesliga, in der Regionalliga nachher wieder einen Roland Husbeck zu den jungen Spielern, immer 1-2 routinierte Spieler dazugeben, haben das nachher in der ersten Division mit einem Pepe Schiedelgruber weiterverfolgt und mit einem André Lesjak und diese 3-4 Spieler haben uns die jungen Spieler noch im Endeffekt auch mitgeholfen, dorthin zu bringen, wo sie heute sind.
jetzt Platz 2, Volkan Karaman ist weg. Zurück der Markus Kiesnebner, einer, der durch deine Schule auch gegangen ist. Inwieweit hat sich dieser Transfer jetzt auf die Mannschaft ausgewirkt? Inwieweit wird er sich ausgewirkt? Es ist so, dass der Volker einen sehr guten Weg gegangen ist, bevor er zu Pasching gekommen ist, war der Volker eigentlich nicht ein Stammspieler. Er war immer als dieses große Talent bekannt, hat es aber im Endeffekt nirgends beweisen können und er hat sich in Pasching meiner Meinung nach richtig entwickelt. Er wurde dort zum Teamspieler, macht jetzt den nächsten großen Schritt so aus der Wien zu einer Spitzenmannschaft und versucht dort jetzt hoffe ich Stammspieler zu werden. Es wird nicht leicht finden werden, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Erfolg und man muss ja gewisse Herausforderungen annehmen. Und Volker wird das jetzt vor ihm haben, er muss auch, wie man so sagt, jetzt da durchgehen und wenn er schafft, was der richtige Weg, aber wenn er die Chance hat, muss er es gewissen. Und eines möchte ich jetzt auch einmal erwähnen, immerhin ist der Georg Zellhofer Österreichs 51. UEFA Profilizenztrainer. Frisch gebacken vor ein paar Wochen auch. Applaus, denke ich, denn die Schule ist wichtig. Natürlich auch als Trainer, Stichwort natürlich hier der Nachwuchs. Georg Zellhofer fährt mit den U9 mit. Nach Salzburg, er ruft mich an, bitte gib durch, die Pasching haben gewonnen im Finale gegen 1860. Also man merkt schon bei dir, du lebst nicht nur die Profimannschaft, sondern auch den Nachwuchs mit, mittlerweile dein Sohn auch ein Nachwuchsspieler ist. Na, es ist so, was den Nachwuchs betrifft, ich möchte da als kein Betreuer den Bauch pinseln, aber ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe das selber viel mehr versucht, mich als Trainer hinzustellen, einen jungen Spieler zu trainieren. Es ist unglaublich, wie schwierig das ist. Auch wenn ich halt Profitrainer bin, bekommen die Spieler Geld dafür und ich verlange einfach Disziplin, Einsatz, alles was dazugehört. Und bei jungen Spielern, da, man weiß, sie sind unruhig, sie folgen nicht so richtig, man will ein gewisses Programm trainieren, es ist unglaublich, wie schwierig das ist. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Nachwuchstrainer da, ich weiß, wie schwierig das ist. Auf der anderen Seite habe ich versucht, ein bisschen Abstand zu bekommen vom Profifußball und immer mit den jungen Burschen mitfahren. Also das nichts damit zu tun, dass mein Sohn dort mitspielt, der ist bei weitem nicht das Talent, sondern der macht seinen Riesenspaß. Mir gefällt das Talent, weil der Georg Zellhofer ist. Er war ein knallharter Verteidiger. Schaut es aus wie bei mir, ein Mechaniker. Aber ich muss nur mal sagen, wir imponieren diese Art und Weise, die Gemeinschaft durch die jungen Burschen entwickeln. Sie haben sogar eine sehr gute Mannschaft. Sie haben das Turnier auch sogar gewonnen noch, das Internationale gegen 1860 München. Sie haben Rapid geschlagen, Austria geschlagen, Lask geschlagen, ist ja sekundär. Sondern Fakt war das kameradschaftliche Verhalten dieser Mannschaft, was man riesig imponiert hat und man kann es doch genießen. Wenn man immer den Stress hat, bei der Profimannschaft unterwegs zu sein, wo man ein bisschen zurückgezogen hat, man das weiter ein bisschen angeschaut, aber gemütlich. Und ich muss sagen, für mich ist sehr wichtig, dass die Nachwuchsbetreuer nicht vergessen, dass sie einen gewissen, auf der Seite auch müssen sie zu erziehen, die Burschen. Mir gefällt es jetzt nicht gut, wenn man heute noch Spieler trifft oder gerade die kleinen Burschen mit 9 Jahren, die können grüßen. Die gehen rein und geben noch die Hand und stellen sie vor und grüßen an. Oder sie verlassen die Kabine, die ist sauber. Es gibt beim Essen keinen Lärm. Das sind nur Sachen, wo ich glaube, dass man gerade in dem Bereich, wo die Burschen unterwegs sind, eine gewisse pädagogische Maßnahme da setzen muss, diese Kinder zu erziehen. Man muss eine gewisse Vorbildfunktion mit haben und den Burschen sagen, dass auf der einen Seite Fußball Spaß macht, dass es lustig ist, dass man verlieren kann, dass man den Gegner mal respektieren muss, dass es ein Wissen gibt. Ist gar kein Thema, aber sie müssen das lernen und ich glaube, da ist auch ganz wichtig und da appelliere ich an die Trainer, dass sie auch versuchen, die Kinder dementsprechend zu erziehen. Ich glaube, das ist ja ich kann sagen, bei einer guten Aussagen darf auch applaudiert werden. Es ist natürlich auch so, dass in den kleineren Vereinen am Land die Trainer nach den Ergebnissen gemessen werden oder sich selbst messen. Wie wichtig ist der Erfolg dort? Wie wichtig ist der Tabellenplatz 1 oder 4? Oder wie wichtig ist es, dass Spieler, die nicht so oft zum Zug kommen, öfter eingesetzt werden? Das ist immer schwierig. Ich glaube, dass auf der einen Seite hat es heute der Günther schon gesagt, und jeder, was das ist, dass die Freude am Fußball das Wichtigste ist. Natürlich auch Niederlage und Sieg sind zwar bei Schuld, man weiß, man will natürlich gerne gewinnen, aber ich glaube, das lernen zu müssen, zu verlieren, gehört genauso dazu, genauso natürlich auch der Sieg ist umso schöner. Mit Erfolg, dann ist es leicht, das ist auch klar. Aber ich glaube, es ist einfach, es ist so im Leben. Es gibt einmal hoch, einmal tief und so ist im Nachwuchs genauso. Es ist nur so, ich hoffe natürlich auch, dass die Mannschaften das durchhalten, was sie sich vornehmen. Wenn ich heute die Zeitung aufschlage, immer wieder liest man, jede Mannschaft überbietet die andere Chance. Sie haben nur mehr junge Spieler, dort spielen mehr junge Spieler, dort gibt es weniger Legionäre. Ich habe in der Legionäre nichts. Ich sage, eine gute Mischung, wenn
guter Leger mehr, wo unterwegs ist, der was in die Mannschaft reinpasst, gehört er genauso dazu. Wenn er die Mannschaft führen kann, wenn er hilft, ich habe ja nichts gegen den Leger mehr, die was Mitläufer sind, oder die was der Mannschaft nicht weiterhilft, wenn er die jungen Burschen den Weg verstehen, da bin ich nicht so zum Haben. Aber ich sage, wenn die Mischung passt, wenn die jungen Burschen den Weg gehen, und das wird es in nächster Zeit, und mit der Europameisterschaft, glaube ich, ist es ein gewisser Kick da, dass die jungen Burschen ein sehr großes Event als Vorbild nehmen können, dann dürfte man Österreich vielleicht in nächster Zeit besseren Zeiten entgegensehen. Wir hoffen es, dass es noch ein bisschen besser wird. Die Nachwuchsmannschaften sind ja schon gut drauf, U15, U17, U19. Von dir jetzt, bevor wir zur Auslosung kommen, noch ganz kurz, du hast gesagt, die Mischung muss stimmen. Wie wird denn die Mischung stimmen? Edi Glieder, Christian Meierlebe, sind ja beides zwei Strafraumstürmer. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, was ich mir vornehme, was wir erreichen wollen. Und dementsprechend muss sich jeder unterordnen. Das Wichtigste ist, dass jeder Spieler sein Ego wieder bringen muss. Es geht jetzt nicht um den Meierlebe oder um den Glieder, sondern Fakt ist die Sache Basching und der Verein. Und Edi Glieder ist allein nicht erfolgreich, das weiß er. Und genauso weil er war nicht. Er braucht seine Mitspieler, er braucht einen Riegel, er braucht einen Litzki, und damit ist gebraucht einen Knabel. Und so geht es eine Kettenreaktion durch die ganze Mannschaft. Und wenn wir da wissen, dass wir unser Ego zurückschalten können, dass wir uns in Ziele setzen, dass wir unseren zweiten Platz verteidigen, mit allem, was wir haben, was uns zur Verfügung steht, und sollte noch eben der zweite Platz ausschauen, ist umso schöner. Wenn nicht, geht die Welle Basching runter. Aber man muss eben versuchen, wirklich, jeder Einzelne, das in die Mannschaft mit einzubringen, dann hat man Erfolg. Und dann werden auch ein Glieder oder ein Meier oder ein Tatoro oder wie sie alle heißen, werden noch eine Leistung bringen. Ich weiß ja auch bei Matthias Sammer, kurz in der Ausbildung, bis auf die roten Haare, ist natürlich ein bisschen ähnlich sogar, aber ich stehe. Bei Bescheiden, bei der Tiefstapler, was kann man von Matthias Sammer mitnehmen? Genauso wenig war wie ich, das ist einmal das Wichtigste, was ich mitgenommen habe für ihn. Und im Endeffekt hat man seine Menschenführung wesentlich informiert. Viel Wert und auf gewisse Sachen legt er Wert. Und wenn man halt bei Dortmund zuschaut, ist es ja aufwärmend oft ein Cola oder ob das ein Rick oder andere Spieler sind, wärmen sie oft genauso lätschert, wie man sagt, oder so schlecht auf und er toleriert das. Das ist kein Problem bei ihm. Er sucht nur die wichtigen Punkte im Training raus und das ist nachher bei der Taktik oder beim Spiel. Und wenn man Dortmund sieht mit einem 26-Mann-Kader, davon sind 22 Nationalspieler und dann noch 4 Spieler, 18 Spieler, sondern dann sieht man, dass ein riesen hohes Potenzial ist, ein Niveau ist im Training. Und das ist vielleicht der Unterschied zu Österreich, aber es gibt keine neuen Übungen, es gibt keine neuen taktischen Sachen, sondern er legt auf Disziplin Wert, auf Einsatz, auf Pünktlichkeit, auf gewisse Merkmale und mehr ist nicht. Also eh ganz einfach, dann werde ich auch Trainer. Applaus, Paschentrainer Georg Zellhofer. Und jetzt natürlich mit Spannung erwartet die Auslosung der U15-Gruppen. Gibt es auch hier wieder zwei, drei Mannschaften? Jawohl, hier geht es um Lembach und St. Magdalena, die mit zwei Teams vertreten sind. Titelverteidiger ist die Union Altenberg. Also wir setzen wieder auseinander. Wie schaut es aus? Bringen wir alles für dich. Hast du schon einmal drin gehabt? Du tust jetzt, Christian. Du bist schon fast ausgerechnet. Wir fangen an mit Union Lembach 1. Schmeiß mal Gruppen und die Vorgestalt dazu. So, bitte. Union Lembach 1 kommt in die Gruppe. Ja, bitte einfach einen Außenzug. In die Gruppe 1 mit den Buchstaben E. Und Union Lembach 2 kommt in die Gruppe 4 mit den Buchstaben F. Das ist gut. Jetzt haben wir wieder nicht der Gruppenmeinung, gell? SK St. Magdalena 1 kommt in die Gruppe. Die Gruppe 4 mit den Buchstaben D wie Dora. Und SK St. Magdalena 2 kommt in die Gruppe 1 mit den Buchstaben A. So, wir haben Magdalena Lembach auseinandergesetzt. Bemerkenswert ist wieder voriges Jahr, waren es mit 8 Teams dabei und heuer haben es 7 Mannschaften angemeldet. Also man sieht es in Magdalena, auch gute Nachwuchsarbeit, aber wir sind ja auf den Fersen. So, jetzt gebe ich dir das Mikro. Magdalena, ja, die erfolgreichste Mannschaft bisher für diesen Nachwuchs gab. Also Orbach muss noch ein bisschen nachlegen. Also, wir beginnen mit der Gruppe 1, bereits hier gesetzt St. Magdalena 2 und Lembach.
Podeste. Da gibt es gleich ein Podest. Union Wolf und Trabach Berg hat den Cup 13 Mal gewonnen und Magdalena 11 Mal bisher. Also, wir haben schon einen leichten Vorsprung. Ich bin beteiligt gewesen. So, Union Ulrichsberg in der Gruppe 1 und der B. Zu St. Magdalena 2 und der Union Lembach. Next one. Admira Linz. Admira Linz. Ebenfalls also in der Gruppe 1. Diese Gruppe übrigens am 2. Februar von 12 Uhr bis 15.50 Uhr. Auf Position 4 in dieser Gruppe 1. Union Salensbach. Salensbach, also in einer doch schweren Gruppe, denke ich. Damit zum vorletzten Bereich dieser Gruppe 1. Auslosung zum Spar 2000 Mühlviertler Hallenfußball Nachwuchscup ist Helmut Regler, grüß dich, Union Berg. Union Perl. So, jetzt gehen wir es kurz durch diese fünf Gruppen, Georg. Von deinen Erfahrungen her, Gruppe 1, wer wird machen? Die Mannschaft, die Erik sagt, bin ich überzeugt, dass die Mannschaft sehr gute Einzelspieler haben, wir da ein bisschen vielleicht manchmal ist bekannt für sehr guten Nachwuchs. Ansonsten können wir jetzt so zu wenig ausgelegt Gruppen werden. Ich glaube, das einzige ist die Kindergruppen mit Rohrbach, Danielkirchen, Waldhausen, Magdalena, das ist eine sehr starke Gruppe. Leinbach. Das dürfte glaube ich die Favoritengruppe sein. Die Leinbacher machen es jetzt gescheit. Die haben geschaut, wo die Besten sind und werden jetzt die beste Garnitur in der Ansa natürlich geben, weil das ist die Gruppe 1. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ist egal. So, danke für die Auslosung, Georg Zellhofer. Herzlichen Applaus noch einmal beim Erfolgstrainer Willi Grinz. Danke. Hat noch ein kleines Präsent, natürlich, überreicht vom Magister Garleitner. Was Spezielles, ein Wort dazu? Ist ein Produkt aus der Doppelglasmanufaktur. Was ganz was Schönes, habe ich auch schon zu Hause. So, dann bleibst du vielleicht noch ganz kurz da und die anderen kommen auch noch kurz rauf. Noch einmal ganz kurz die gesamte Equipe von Pasching. Ein, zwei, drei Fragen möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, noch auf ein, zwei Fragen. Dann kommen alle Sponsoren für das Foto. Moment aber noch. Gibt es jetzt Fragen aus dem Publikum? So, keine eine Frage an den Georg Zellhofer, an den Stefan Reiter. Keine Fragen, alle wunschlos lügen. Achso, Sie haben schon Hunger. Gut, dann werden wir. Der Georg Zellhofer möchte schon was hergeben, der Stefan Reiters Wirtschaftler sagt nein. So, alle rauf, damit die Sponsoren bitte für das Gesamtgruppenbild dieser Auslosung des 17. Hallencups hier in Rohrbach. Alle Sponsoren, auch der Bürgermeister natürlich. Also alles, was Rang und Namen hat, bitte jetzt auf die Bühne für das große, legendäre. Komm, Harry, auf die Bühne. Unser Marketingmann, wenn Sie mal bei einer Messe sind, das ist unser Marketingverantwortlicher für Radio Oberösterreich draußen. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht mehr im Bilde. Ich gehe auch weg. Ein bisschen zusammenrücken. Ich glaube, für den Kalender reicht das nicht, oder? Geht sich das aus auf ein Foto? So, alle ein bisschen zusammenrücken. Da geht doch ein bisschen was. Keine Angst vor körperlicher Nähe hier. Rückst noch ein bisschen zusammen. Warum bleibt sie wirklich alle stehen? Ein bisschen zusammen noch. So, alle in die Mitte. So, alle oben. So wie die UF müssen wir waren irgendwie unterbringen. Nicht mal eher wie immer. Schau zur Kamera, Willi. Also alles im Kasten, alles fotografiert. So, ich mal für den Grillweh den Anstampf in allen Gassen. Willi, und du darfst die legendären Worte sagen, die immer nach einer Auslosung kommen, die haben was mit Buffet zu tun. Ja, ich muss mich ganz herzlich einmal bedanken bei diesen Leuten, beim Kurt und mit seinen wirklich unermüdlichen Helfern, aber ich bin zuständig beim Cup nur für die Sponsoren. Der Kurt macht alles Organisatorisches und wenn es meine Zeit
zulässt, mache ich natürlich den Kurt eine Hilfe, denn Cup wird es noch 100 Jahre geben. Und lieber Kurt und lieber Union Wohnpoint Rohrbach-Berg-Funktionäre, wir versprechen euch, dass wir das Geld, was wir da reinbringen, es soll ja was rauskommen in der Wirtschaft. Und die Wirtschaft von Rohrbach unterstützt uns und das dann wir wieder rein im Nachwuchs von Rohrbach, weil irgendwann mein größtes Ziel war wieder mal Regionalliga, aber ein paar sagen, Willi, spinnst schon wieder. Eigentlich wollte das Buffet eröffnen, das mache jetzt ich, damit ist das Buffet noch nicht eröffnet. Das ist unglaublich. Ja, das ganze Zeit sind noch rein, aber ich muss auch noch ein bisschen was sagen. Abschließend von dieser Veranstaltung bzw. Auslosung möchte ich mich mal bei allen freiwilligen Helfer und Helferinnen der Union Wohnbau Rohrbach-Berg recht herzlich bedanken. Vorhin auch der Martin Thaler, der hat uns das Käsebuffet von der Landfrisch Molkerei gemacht. Herzlichen Dank, Martin. Und der Firma Neuburger, den Franz Rohring und den Gerald K., die haben für das Neuburger Buffet zuständig. Herzlichen Dank. Franz Natschläger für das ofenfrische Gebäck. Danke dir, Franz, super. Und natürlich bei der Magdalena Krems, die hat natürlich den ganzen Spülplan heute mitgeschrieben, weil ich quasi dann hervorgestanden bin und für die Sache ein paar Zeit gehabt hat. Magdalena, danke dir, gell? Super. So, jetzt möchte ich gar nicht mehr aufholen. Wünsche viel und guten Appetit, viel Erfolg mit der Nachwuchsmeisterschaft, natürlich auch beim Cup. Und ersuche jetzt den Ingenieur Allendorfer und den Franz Rohringer von Neuburger, das Buffet zu eröffnen. Ja, wir geben es schon frei, darum habe ich so den Tick gestellt, dass man gar reingeht. Ja. So, was sind die zwei? Franz Rohringer und Ingenieur Allendorfer. Vielleicht magst du noch kurz was sagen und sonst. Ich möchte nicht mehr lange aufhalten. Nach der spannenden Auslosung haben sicher schon alle einen Hunger gekriegt. Es ist mir eine Freude, im Namen der Firma Neuburger und der Landfrischmolkerei alle jetzt zum Buffet einzuladen. Guten Appetit. Oberösterreich und die Union Wohnpoint Rohrbach-Berg präsentieren den 17. Sport 2000 mit der Dahlstedt Nachwuchskampf und wünschen viel Erfolg. So, die Funktionäre werden natürlich alljährlich eine Warnpreisverlosung von der Kurt hat gesagt, nur Ehrnehmer. Zu diesem Cup gehören andere Sponsoren dazu. Alle, die Sie jetzt an der Wand seht, haben heute beigetragen, dass wir nicht nur mit vollem Magen von Neuburger und es gibt ja Coca-Cola und auch für die Möchte dann, sondern wenn alle mal sitzen und jeder hat was zu essen, dann werden wir diese Überraschung noch haben, diese Krankheitsverlosung und werden das angefangen zu Müffeler Rundschau und vielen anderen Sponsoren. Dann fangen wir vielen, vielen guten Appetit hier in Rohrbach im Max-Gasthaus. Come on.